weiter geht's mit Assassin's Creed Valhalla. Wir haben ja auch mal ein bisschen Wikinger-mäßig angezogen, nein, aber ne? Was haben wir ja noch? Ah, okay, wir haben ja einen Schatz gefunden. Zweihand-Axt, ist klar. Weiter geht's. Zurück. Oh, rudert! So, Simon. Ja, alles klar. Hat sie erledigt. Plündern haben wir schon. Ah! Verdammt! Noch Meeresgrunde. Ja. Küste folgen. Singen die kein Lied? Die singen noch Lieder, oder? Irgendwie wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Ein paar Robbenfellhosen nicht lieber. Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein! Ein wirklich schönes Spiel. Sieht super aus. Was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Wir müssen auch einmal schnacken. Almata, wie geht's dir? König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Gut soweit. Und selbst? Ja, auch gut. Sehr gut. Doch, eigentlich schon. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kürtwies Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Prell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. So. Wir sind angekommen, aber wir sind ziemlich schnell. Ups. Was haben die denn vor? Also Bootfahren muss ich noch üben. Uns hier anlegen. Rauf mit dir. Sieger! Sieh an, der Meer. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kürtwis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst.
Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Alamanta. Und hast du Geshing aufgegeben? Ja. Ich konnte am Ende doch nicht so viel damit anfangen. So. Fertigkeiten. Jetzt können wir Fertigkeiten. Wir können Punkte verteilen. Sollen wir mal Schleichen tun? Oder sollen wir mehr der Fernkampfwiderstand? Gesundheit? Nahkampfschaden? Ja, ich mache Nahkampfschaden, auf jeden Fall. Widerstand. Fähigkeitenschaden, Betäuben. Das war's. Aber Genshin Impact, du bist ja bestimmt ziemlich weit in dem Spiel, ne? So, wir wollen mal. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Gut. Mittlerweile 41, okay, krass. Hallo Eivor. Das sind sehr freundlich alle hier, ne? Wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Ja. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime, es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Deine Lehren bereiten den Weg für den Sieg. Gar nicht schlecht. Das Versmaß war richtig, aber es hat sich nicht gereimt. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Ja. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Nee, ja, doch, ja, nee, okay, muss ja nicht, ja, doch. So, wir wollen erstmal zum Schmied. Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag,
Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Meine nicht so wieder eine Zähne. Finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Gut. Verbessern wir sie mal. Ja, ein Ruhmplatz, das ist schon mal gut. Das sollte reichen. Noch etwas? Na, ich glaube, ich habe gar keine... Was kann ich denn noch verbessern? Nein. Brauchst du sonst... Nee, ich bin fertig. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Aber ich kann jetzt einen Runenplatz vergeben. Beziehungsweise eine Rune einteilen. Achso, warte mal, da muss ich jetzt... Aha, alles klar. Mal schnell mal gucken hier. Da. Warte mal, ich habe jetzt Eisenerz. Kann ich die jetzt zu Barren machen? Nicht? Gut. Das haben wir erledigt. Was macht er denn hier? Kann er hier uns irgendwie... Da nicht. Irgendwas Neues beibringen? Nee. Gut, gehen wir weiter in der Geschichte. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Okay. Würfeln hat noch niemandem geschadet. Quest. Du. Na gut. Machen wir das als erstes. War hier noch irgendwas? Nö. Er möchte noch sprechen. Gudmund, es scheint dein Schiff ist wie eine von Holmgers Geschichten. Nie ganz fertig. Bring mir etwas gutes Holz und es ist in einer Woche fertig. Aber Styrbjörn will mir keins schenken. In Nachwaldsnäs gab es wenig zu holen. Aber wenn ich etwas finde, gehört es dir. Ja, cool. Das war das Gespräch. Wächst schnell? Schnell, aber nicht besonders stark. Sie ist wie ein kleines Karnickel. Klein und schnell besiegt groß und langsam. Bald kann ich sie auf Raubzüge mitnehmen. Oh, würdest du bitte? Dann hätte ich mal Ruhe. Okay. Mal ein bisschen gucken, ob wir noch Ressourcen hier finden. Leder, sehr gut.
Oh. Oh mein Gott. Das hat doch geklappt. Klappt das auch hier wieder abzuhauen? Glaube nicht. Tatsächlich da hochklettern? Wie kommt denn das Pferd gleich hoch? Vielleicht läuft es außen rum. Ich muss sehen, was du... Wo ist das blöde Vieh? Aber mir jetzt nicht. Es ist tot. Mein Pferd ist tot. Na, was gibt's hier Schönes? Dieses verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Warum scheißt du so? Eivind ist wieder abgehauen. Jedes Mal behauptet er, er hätte sich in den Bergen verlaufen. Mir reicht es jetzt. Wenn ich noch mehr Männer für ihn aufs Spiel setzen muss, wird er gebrandmarkt und ausgestoßen. Eivind. Der Sohn von Gunnars Schwester, wenn ich mich recht entsinne. Leg das Eisen noch nicht ins Feuer. Ich suche nach ihm. Das verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Okay. Scheint ja sehr nett zu sein. Also, beziehungsweise sehr aufgebracht. Komm zurück, oder du wirst als Verräter gebrandmarkt. Wir klauen erstmal hier ein paar Sachen. Komm. Oh mein Gott. Das hatte man. Swala. Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, großer Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat in einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht, eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein, oder ein Wahn wegen der Kälte, aber... Beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt, mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah. Der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind.
Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Huga zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Was ist denn ein Huga? Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. So, hau rein den Scheiß. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Du bist voll auf dem Trip. Fabi! Wandle ich unter den Toten? Sigurd? Sigurd? Bruder, wann bist du gekommen? Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Nimm die Hand. Sigurd! Was ist passiert? Sigurd! Es war nicht für dich, Harvey. Was ist... Was war das? War ein Wolf, oder? Ruhig, Eivor. Ich bin es, Valka. Ich bin hier. Götter, ich dachte ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Mhm. Sie glaubt ihn dort nicht, oder? Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen oder deine Angst. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben. Deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Ich sah die Tore zur Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir.
Die Schatten Walhalls, das zu erreichen, dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Mm-mm. Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor, schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Walhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Gut. Fertigkeiten. 2 Stück. Schwerer Schaden. Stampfen. Nehmen wir mit. Warte mal, da oben ist doch... Wie praktisch. Eisenerz? Oh mein Gott. Einen Ausrüstungsgegenstand verbessern? Okay. Kennt jemand die Serie Vikings? Wahrscheinlich, ne? Inventar. Da. Köcher, nein. Welchen ausge... Ah, okay. Guck mal, verbessern. Die könnten wir auch nochmal verbessern. Okay, krieg ein neues Pferd einfach. Tschüss, Pferd. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Hey! Eivind, wach auf! Oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Okay. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandelt er etwa? Sie sind überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Darf nicht einschlafen, muss sehen, ob sie kommen. So nebenbei. Eivind, wach auf! Da vorne geht's nicht weiter! Ja, das wird ein bisschen kritisch, ne? Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Können wir plündern? Na? Ivan, ganz ruhig. Du hast geschlafen.
Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf. Aber immerhin lebst du noch. Unternimmst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht versorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst und nicht im Bett, wenn du schlafen sollst. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Gut, dann haben wir mal ein Rätsel gelöst. Das war auch nett. Und da vorne ist ein Aussichtspunkt. Also zum Synchronisieren, ne? Noch mehr Eisenerz. Oh mein Gott, hier ist alles voll mit Eisenerz. Ist alles nur Eisenerz? Was wollen wir den ganzen Eisenerz? Okay, beim Eis geht das nicht. Nicht da? Nicht schlecht. Guck mal, hier ist auch schon wieder Eisenerz. Los! Oh! Das passt doch ganz gut. Dann synchronisieren wir gleich mal und dann, ich muss schnell mal pink. Also, ne? Schnell mal Pipi-Pause. Bis gleich.